Willkommen zurück zu Neutopia. Ja, hätte ich auch nicht in die Mangel genommen hier. Ja, ich weiß auch nicht genau, wo wir hin müssen. Wir werden jetzt die Oberwelt ein bisschen absuchen. Ich bin sowieso froh, erst einmal, dass wir im letzten Part einen sehr, sehr nervigen Bosskampf hinter uns gebracht haben. Gegen Kingler natürlich. Pokémon-Referenzen dürfen in diesem Projekt ja auch weiterhin nicht fehlen. Und das war eine ganz besonders schlimme. Oh meine Güte. Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es hier noch eine zweite, einen zweiten Dungeon, der gefunden werden will. Samt Krypta und allem drum und dran. Ja, und da machen wir uns jetzt mal auf die Suche. Ich weiß noch nicht genau, wo ich hin muss. Wie gesagt, im letzten Part habe ich die Vermutung geäußert, dass wir mehr so in den Norden müssen. Ich habe mir jetzt auch nochmal zwei neue Potions geholt. Also wir sollten doch eigentlich gut ausgerüstet sein, um das hier zu schaffen. Aber wo wir genau hin müssen, wie gesagt, das, Ich nichts weiß. Was ist das für ein Let's Play von Wissen her? Ich weiß nämlich gar nichts. Genau. Fong. Immer nur Fong. Alles Fong. Es ist immer alles Fong. Fong her. Fong Fong her. Das ist alles Fong 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 her. Ibims, der Jahrzehnter. Ach man, ich höre schon auf. Ich fühle mich sowieso einfach viel zu alt. Ich fühle mich viel zu alt. Das ist einfach alles. Es ist nicht witzig, was ich sage, weil ich so alt bin. Okay. Wo waren wir hier schon mal? Wie sagt man, dieser Steinkreis jetzt gerade gar nichts. Das ist so vielversprechend. Wenn ich mal irgendwo bin. Bim. Wo ich vorher noch nicht war. Das sieht doch. Wie sagt man das jetzt hier gerade echt nichts? Okay, was bist du? Was bist du? Oh Gott, ja, ihr weckt Erinnerungen an den letzten Boss. Boah, ich mache euch fertig. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus hier. Eventuell bin ich auf dem richtigen Weg. Ihr solltet jetzt noch nicht so viel Energie verlieren. Ja, das ist... ja, Hauptsache. Gegen Boomer Kuwanger. Hier, sowieso nicht. So, wie viel Schaden mache ich da eigentlich mit meinem Schwert? Nicht so besonders viel, so wie es scheint. Oder zumindest immer noch nicht genug. Das sieht doch nach einem Weg aus, den wir bisher noch nicht zumindest... Da ist der Dungeon. Wir kommen noch nicht hin. Es fehlt noch ein Item. Ah, das sind diese... Das sind Schuhe. Das sind Flügelschuhe, glaube ich, wie bei Ocarina of Time. Ich weiß es nicht mehr genau, was es war. Also, meine nur irgendwelche Schuhe waren das, glaube ich. Die müssen wir jetzt erstmal finden, aber es ist gut zu wissen, wo der Dungeon ist. Hey! Hoffentlich kann ich mir das merken. Ich glaube, ehrlich gesagt, weiß ich es jetzt schon nicht mehr. Nein, Quatsch. Ich hoffe, dass ich mir das merken kann. Jetzt muss ich nur wissen, wo sind die... Wo sind diese Dinger? Wo ist das Item, das ich finden muss? Das Item, sie alle zu knechten. Ich habe schon ziemlich viel Energie wieder verloren hier. Ich passe einfach nicht genug auf. Es wird aber auch natürlich jetzt schwerer, das Spiel. Das ist auch vollkommen klar. Die dritte Oberwelt, da wird es dann natürlich langsam knackig. Knackig, kann man sagen. Wenn man das denn so ausdrücken möchte. Oh, Alter, Boomer Kuwanger läuft da einfach auf mich zu. Who wants some Wanger? Machst du mich blöd an, hä? Machst du mich blöd an, hä? Machst du mich blöd an, hä? Macht ihr mich beide blöd an? Hä? Oh, Energie. Verdammt. Kann ja sowieso nichts mehr. Ich glaube, da wäre ich mit dem Schwert gar nicht rangekommen. So, verschwind. Verschwind. Ich hab gesagt, okay, immerhin öffnet sich ein Eingang. Gee, it's kinda dark. You bring a light? Yes! Bombs, Lampen, Öl und Bomben haben wir. Jetzt fehlen nur noch Seile. Seile finden wir wahrscheinlich hier drin. Wer bist du, alter Cowboy? Mein Name ist Karaim. Ich bin hier. Um dir die Falcon Shoes. Oh, wirklich?
Die Falkenschuhe, die Konsolen-Falkenschuhe. Diese Schuhe, oh, ich werd bekloppt, ich hab's echt gefunden. Diese Schuhe machen dich leicht wie eine Feder. Ah, wie schön. Oh ja, und sie sind sehr fashion. Ja, natürlich, sie sehen sehr schick aus, oder? Klar. Ja, du siehst gut aus. Also, ja, geh raus da und fliege wie ein Adler zur gefangenen Prinzessin. Yay! Falcon Shoes ist ein Item, das in News ist. Falcon Shoes. Okay, cool. Oh, guck mal, bin ich damit schneller? Ich bin damit. Oh, guck doch mal. Im zweiten Dungeon soll es besser für uns laufen. Leicht wie eine Feder gehen wir hinein, bekämpfen blaue Spermien, warum auch nicht? Nein, Kaulquappen, aber warum sie auch immer sie auf dem Boden rumkriechen und nicht im Wasser sind, das wissen nur sie. Wichtig ist nur, wir lassen uns von denen nicht den Schneid abkaufen, hier. Ah, oh, du schon wieder. Na, komm her. Komm her. Ha! Da guckst du, wie du guckst. Ha! Ha! Yes. Du kannst genauso Energie spammen wie ich, ne? Das ist unfassbar. So, wo gehen wir denn zuerst lang? Oben, links, rechts. Wir gehen mal nach links. Und das schien nicht die beste... Oh Gott. Man weiß es nicht, ob es nicht die beste Entscheidung war. Hätte vielleicht auch schlimmer kommen können. Oh nee, komm. Obwohl, gegen euch sollte es doch jetzt schnell gehen mit unserem neuen Schwert, oder? Oh, Gold. Oh, ich bin richtig geldgeil wieder. Ha. Zack. Und zack. Oh, ich glaube, das wird ein langer Dungeon. Ich glaube, das wird ein langer, beschwerlicher Dungeon. Oh, ein richtig langer, beschwerlicher Dungeon. Gut. Wirklich jetzt? Nee, das glaube ich nicht. Ich hätte es glauben sollen. Believe it! Hätte Naruto wahrscheinlich jetzt geschrien. Hm. Ach ja, Naruto. Werden wir auf diesem Kanal ja auch noch sehen. Tatsächlich, endlich mal Naruto. Und dazu noch... Ich habe das letzte Mal schon, glaube ich, so lange drüber gesprochen, oder? Ja, genau. Jedenfalls freue ich mich auf Naruto. Und Mega Man. Und ach, generell, das Lineup ist so schön für dieses Jahr. The strongest armor was hidden by the townspeople in a labyrinth near here. Find it! Oh. Oh. Sollte ich erst nochmal hier rausgehen tatsächlich und eine neue Rüstung finden? Ist das so? Oder sollen wir mal gucken, ob wir es so schaffen?
Oje, meine. Ring! Helfe mir! Ich habe jetzt keinen Bock auf Gegner, die mich anspringen, sage ich ganz ehrlich. Wir gucken jetzt nämlich einfach mal, wie weit wir hier kommen. Wir machen es einfach mal, wie wir den vor zwei Parts das Ganze aufgebaut haben, dass wir jetzt einfach mal uns das Ding in Ruhe anschauen, mal gucken, wie weit wir kommen. Und wenn wir draufgegangen sind, mache ich an der Stelle beim nächsten Mal weiter. Erstmal, aua. Erstmal, aua. Und dann mal gucken, dass nicht so viel aua. Ich glaube, mit euch räume ich gar nicht. Wie komme ich denn da jetzt vorbei? Ah ja. Interessant. Okay. Ha. 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 Oh je. Oh. Oh, das wird ja immer haariger hier. Oh Gott. Jetzt könnte ich meinen Ring gebrauchen. Aber den habe ich nicht mehr. Also erstmal Potion einsetzen. Komm, dann mach ich euch fertig jetzt hier. Ja, Kamikaze. Komm, es ist scheiß drauf jetzt hier, komm. Okay. Warum tue ich das? Warum tue ich das so? Wahrscheinlich, weil ich einfach nur an diese Kiste ran möchte. Oh Gott. Tödliche Kaulquappen. Ich bin so richtig schlecht in diesem Spiel, ne? Aber das war ich in Golden Axe Warrior auch. Und das Projekt... Eigentlich war es kein Erfolg. Ich meine, das hatte ich... Golden Axe Warrior, das hatte ich aufgenommen, als mich noch keine Sau kannte. Also das hatte ich auch irgendwie... Ich hatte an einem Tag, glaube ich, irgendwie mal 10 Parts hochgeladen. Und das ist ja eigentlich nur durch Matze, dass überhaupt mal Leute auf das Projekt aufmerksam geworden sind, tatsächlich. Aber wenigstens haben wir jetzt schon das Wissen, wie viele Räume uns bevorstehen. Und wie ihr seht, das sind einige. Wir gehen jetzt nochmal den einen Schritt nach oben. Ich weiß nicht genau, was mich jetzt hier erwartet. Sieh mal einer an. Da geht's eine Treppe runter. Das werde ich mir jetzt doch nochmal anschauen. Ja, jedenfalls war ich auch in Golden Axe Warrior schon richtig schlecht. Zumindest im Let's Play. Mittlerweile kann ich das Spiel ein bisschen besser. Wieder. Wohlgemerkt, als Kind war ich richtig gut in Golden Axe Warrior. Wir mussten ja auch damals ohne Save States irgendwie vorankommen. Wie cool. Ja, jedenfalls hat das irgendwie geklappt. Aber das Projekt an sich war ja eigentlich tatsächlich jetzt nicht so der Bringer, weil... Es war, wie gesagt, so eine Zeit aufgenommen worden, wo ich, keine Ahnung, keine 10 Abonnenten hatte. Und die haben natürlich von dem Spiel überhaupt nichts mitbekommen, die meisten Leute. Es war einfach dann so zwischen Tür und Angel dann fertig aufgenommen worden. Und dann ist irgendwie Matze drauf aufmerksam geworden. Und ja, man hat dann öfter mal über Golden Axe Warrior in späteren Let's Plays noch geredet. Und deswegen, ja, sind da überhaupt andere erst drauf gekommen, tatsächlich. Und ich glaube, auch Neutopia wird so ein ähnliches Schicksal haben wie Golden Axe Warrior, dass das eigentlich relativ unbeachtet zu Ende gehen wird. Was ja aber eigentlich im Grunde nichts macht. Wichtig ist, dass ich das mal auf meinem Kanal habe, weil dieses Spiel wollte ich unbedingt mal zeigen. Neutopia finde ich sehr interessant. Ich habe halt leider nicht so die Mordsahnung von dem Spiel. Das merkt ihr, das seht ihr jederzeit. Ich habe in einem Raum jetzt 2 Potions verbraucht. Aber es macht Spaß. Trotz allem. Ich mag einfach diese Zelda-artigen Spiele. Ich mag auch Zelda 1, ich mag auch das Original Zelda wirklich sehr. Und deswegen ist es schön, hier sowas mal zu zeigen. So. War ich hier nicht schon mal? Irgendwie kommt mir der Raum bekannt vor. Das sieht doch äußerst verdächtig aus, ne? Muss ich mit den Typen hier fertig werden jetzt?
Höchstwahrscheinlich muss ich das. Ihr seid schon echt creepy. Was seid ihr, Katzengeister? Keine Ahnung. Das ist so diese... so diese Striche so links und rechts, die von dem Gesicht da weggehen. Das sieht aus wie so Schnurrhaare. Ich glaube, das sind Katzengeister. Ich glaube echt, das sind Katzengeister. Das kann gar nicht anders sein. Oi. Oi. Komme ich hier durch? Ha! Indem ich Abkürzungen gehe, komme ich durch. Uah. Ich glaube nicht, dass ich mich echt bis hierhin durchgekämpft habe noch. Jetzt kommt hier natürlich wieder so ein Raum mit Pfeilen. Und einen Raum haben wir jetzt schon übersehen hier. Mal gucken, dafür müssten wir von hier jetzt runtergehen. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. Aber so wie es aussieht, schaffe ich es. Genau, einmal durchspringen bitte. Es kommt natürlich ausgerechnet ihr hier. Oh fuck, und da komme ich nicht einfach so rein. Und ja, das war's für mich. Wir werden niemals erfahren, was in dieser Kiste drin ist. Es sei denn, wir gehen in den nächsten. Was? Was soll ich sagen? Es sei denn, wir gehen das im nächsten Part nochmal an, genau. Alte weise Mutter hat mich geheilt. Das ist sehr, sehr freundlich von dir. Jetzt können wir natürlich den ganzen Weg zum Dungeon nochmal rennen. Ich werde mir nochmal 2 Potions vorholen. Und dann werden wir genau in diesem Raum im nächsten Part weitermachen. Also bis dahin, euer Weehawk.